den Vanillekuchen nehme ich 250 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker, 4 Eier, 100 Gramm Schmand, 300 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, etwas flüssige Vanille, 60 Milliliter Milch und eine Prise Salz. Als ersten Schritt werde ich jetzt den Backofen wie immer vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze und die Backform mit Backpapier auslegen. Dann werde ich als erstes die Butter mit dem Zucker und der Vanille cremig rühren. Danach kommen die Eier Stück für Stück hinzu und dann der Schmand, die trockenen Zutaten, dann gemischt mit der Milch und das war's schon. Und hier ist der Kuchen, der wie immer durch die ganze Wohnung duftet. Der ist bereits abgekühlt, den werde ich jetzt erst einmal schneiden. Die obere Schicht nehme ich ab, dann schneide ich ihn einmal mitten durch. Dann habe ich hier Tortenpfirsiche, die haben ein Abtropfgewicht von 500 Gramm. Die sind also schon geschnitten und gezuckert. 3 Pack Vanillinzucker, etwas separat Vanille, 3 Päckchen Sahne à 200 Gramm und 3 Becher Schmand à 200 Gramm. Und 3 Sahnesteige. Jetzt öffne ich die Dose, siebe es erstmal durch, damit der Saft separat aufgefangen wird. Und dann hole ich mir ein paar Stücke, die mir sehr gut gefallen, separat zur Deko. Und der Rest wird zerkleinert und mit der Sahne und dem Schmand und dem Zucker und der Vanille vermischt. Dieser Saft von der Dose wird auf jeden Fall nicht weggeschmissen, den benutze ich nachher zum Tränken der Böden. Ich habe mir jetzt 12 Stück rausgeholt, die mir gut gefallen haben und der Rest wird jetzt mit einem Pürierstab püriert. Und jetzt kommt die Sahne hinzu, die werde ich jetzt erst einmal anschlagen, der Zucker, die Vanille und dann auch der Schmand, alles gut verrühren. Und dann kommt es in den Kühlschrank und dann können wir die Torte bereits befüllen. Und die 3 Sahnesteige kommen natürlich auch noch mit rein. Ich gebe jetzt noch etwas Vanillepaste hinzu und ihr könnt auch probieren, wenn euch der Zucker zu wenig ist, könnt ihr gerne noch etwas nachsüßen, aber da ihr einen anderen Geschmack habt, überlasse ich das euch. Die Torte kommt jetzt erst einmal in den Kühlschrank für 4 Stunden oder in den Gefrierschrank. Dann dauert es natürlich weniger. Den Rest der Creme nehme ich nachher noch, um die Seiten einzustreichen. Hier ist die Torte, die war jetzt im Gefrierschrank. Ich werde jetzt noch mal etwas von der Creme an die Seite geben und dann geht es auch schon an die Deko.
Die Torte habe ich ja jetzt eingedeckt. Jetzt habe ich hier ein Pack Schlagsahne, 200 Gramm, ein Pack Sahnesteif und ein Pack Vanillinzucker. Die schlage ich jetzt auf und dann kann ich damit nochmal die Torte dekorieren. Das ist das Endergebnis der Pfirsich-Schmandtorte. Ich finde, sie ist gelungen am Ende. Die Torte ist fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich zeige euch natürlich noch jetzt noch ein paar Fotos. Und ich würde mich auch über ein Abo freuen. Und dann bis bald. Eure Carina.